Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird es ein Q&A geben. Also ihr habt mir Fragen gestellt und ich werde euch die Antworten dazu liefern. Und los geht's! Vorab erstmal, die Fragen sind nicht sortiert, also ich werde sie jetzt einfach vorlesen und beantworten. Und dann beginnen wir gleich mit der ersten Frage. Warst du zufrieden mit deiner Anzahl deiner Kids? Ja, generell ist es üblich, dass amerikanische Familien 3 Kids haben, also hatte ich daran nichts auszusetzen. Was genau ist ein Au-pair überhaupt? Ein Au-pair lebt in einer Gastfamilie und passt auf die Kinder auf, solange die Eltern arbeiten sind. Also alles von morgens aufwecken, Frühstück und dann zur Kita bringen oder zur Schule bringen und dann nachmittags wieder abholen, mit denen spielen oder zu Aktivitäten fahren, bis abends, bis die Eltern wieder nach Hause kommen. Hattest du großes Heimweh? Ich hatte glücklicherweise gar kein Heimweh, weil meine Gastfamilie mich so gut aufgenommen hat und ich immer Teil von denen war. Und man war so beschäftigt in Amerika, dass man auch gar keine Zeit hatte, Heimweh zu bekommen. Also nein. Gab es Schwierigkeiten in deinem Jahr? Auch dazu, glücklicherweise, es gab überhaupt keine Komplikationen, Schwierigkeiten oder Streits. Ich hatte nie irgendeine Diskussion mit meinen Gasteltern, also wir waren komplett auf einer Wellenlänge. Das einzig Schwierige war dann halt mit dem Coronavirus, als dann die Kitas und Schulen zugemacht haben und die Sommercamps wurden abgesagt. Das einzig Schwierige war halt dann, als das Coronavirus kam und Kitas und Schulen zugemacht wurden und ich dann plötzlich alle 3 Kids zu Hause hatte und dann, weil meine Gasteltern sind ja beides Ärzte, das heißt, ich musste teilweise auch 10 Stunden am Tag arbeiten und das war sehr anstrengend. Lernt man schnell Leute kennen? Definitiv ja. Also man hat ganz, ganz viele tolle Au-pair-Freundinnen und mit denen geht man durch dick und dünn und die verstehen alles, wo du auch gerade durchgehst. Deswegen, aber ja, man lernt Leute kennen. Und dann auch, wenn man, weil viele haben dieses Ziel, auch amerikanische Freunde zu finden. Aber dadurch, dass die Amerikaner so offen sind und so herzlich, lernt man auch da schnell Leute kennen. Ich habe ja Volleyball gespielt, auch dort, und nach dem 2. oder 3. Mal, als ich dort war, war ich quasi schon Teil des Teams und die haben sich alle gefreut und waren auch super interessiert, dass ich aus Deutschland komme. Also da hat man in Amerika keine Probleme. Lieblingsladen in Amerika? Definitiv Target. Oh mein Gott. Ich vermisse Target so sehr, weil es gibt da einfach alles. Target ist so ein Laden, da kommst du rein und normalerweise ist dann auch immer gleich ein Starbucks in der Ecke vorne. Und dann gehst du in den Laden und dann haben die da Klamotten, Schmuck, dann gehst du weiter zu Technikzeug, an Computer, Tablets, Kameras. Die haben dann auch eine Gartenecke, eine Reise-Zubehörecke, du kannst Koffer kaufen, du kannst aber auch Lebensmittel dort kaufen. Also ja, da gibt es Getränke, Lebensmittel, Kühlregale, was auch immer. Dann, was weiß ich, dann auch Bastelmaterialien, da gibt es alles. Für Hunde, Katzen, Tiere, was auch immer. Oh, da gibt es einfach alles und Target gibt es gefühlt an jeder Ecke. Wie ist das so? Teil der Familie oder Angestellte? Also in meinem Fall definitiv, ich war ein Teil der Familie. Da hat alles gestimmt. Auch mein Hostet war auch so süß. Am Ende des Jahres meinte er, es ist sehr komisch, jetzt Tschüss zu sagen nach einem Jahr, wo ich doch jetzt schon so fest ein Bestandteil der Familie bin. Aber auch Freundinnen von mir, die waren alle Teil der Familie. Also ich kannte da jetzt niemanden, der als Angestellte benutzt wurde. Hast du Tipps für zukünftige Au-pairs? Packt nicht so viel in euren Koffer, bevor ihr hinfliegt, weil ihr kauft da so unglaublich viel an Klamotten. Und ja.
Und ansonsten, also was mir sehr geholfen hat, war, dass ich während der Matching-Phase, wo man die Interviews mit den Gastfamilien über Skype hat, ganz, ganz viele Fragen stellt und am besten eine Liste macht, und damit man über jede Kleinigkeit Bescheid weiß, damit man weiß, woran man ist. Was war deine schönste Reise in Amerika? Ich habe so viel gesehen und alles war irgendwie speziell. Also als erstes denke ich immer Texas. Ich glaube, das war in meinem zweiten Monat sogar, bin ich ganz alleine für 4-5 Tage nach Texas geflogen und war da auf einer Ranch. Das war sehr speziell für mich, weil ich das auch alleine gemacht habe und direkt in meinem zweiten Monat. Sonst würde ich, glaube ich, sagen, ich weiß auch nicht. Dann denke ich vielleicht, im Januar war ich mit zwei Au-pair-Freundinnen in Florida, in Orlando, im Disneyland und in den Universal Studios. Das war auch ein traumhafter Urlaub. Ich meine, komm schon, Disney, ja. Und dann würde ich halt auch sagen, im Februar, ihr seht schon, ich habe Schwierigkeiten, die beste Reise herauszusuchen, weil ja, alles einfach so schön war. Im Februar war ich erst mit meiner Familie, hatten wir einen Roadtrip durch Amerika gemacht, für eine Woche nur, aber wir haben trotzdem New York, Memphis, Nashville, Cincinnati und Chicago gesehen. Also diese Woche war perfekt. Und dann darauf die Woche bin ich mit meiner Gastfamilie nach New Orleans gefahren, weil da war ja Mardi Gras, also dieses amerikanische Karneval. Und das war auch einfach so ein perfekter Roadtrip mit meiner Gastfamilie. Ja, ich belasse es einfach bei den 4 Sachen. Okay, nächste Frage. Was war die größte Umstellung zu Deutschland? Als ich dort war, das Essen, würde ich sagen, auch einfach auch, weil zum Beispiel das Toast, es schmeckt wirklich super süß. Die ganzen Süßigkeiten oder Kekse oder Kuchen oder sowas, und was am nächsten da rankommt, das war auch immer alles so künstlich. Also es hat einfach nicht geschmeckt. Es war einfach purer Zucker und es war nicht gut. Würdest du es immer wieder genauso machen? Definitiv. Ich habe auch während des Jahres öfter mal gesagt, wenn ich mit irgendjemandem über dieses Au-pair-Dasein geredet habe, dass ich meine perfekte Gastfamilie gefunden habe, dass alles stimmt, dass ich nichts bereue, dass ich alles genauso wieder machen würde. Ja, das ist so, ja. Hättest du noch etwas geplant gehabt, was du nicht mehr machen konntest? Also ich hatte eigentlich noch geplant, ich wollte gerne nochmal nach Texas, nach San Antonio, aber durch Corona fiel das dann flach. Und die andere Sache war, ich wollte nach Georgia, ist das glaube ich, in der Nähe von Atlanta, ist die Mystic Falls Stadt, wo Vampire Diaries gedreht wurde, und die Stadt sieht halt genauso aus wie in der Serie. Und das wollte ich mir auch noch angucken, aber leider hat das nicht mehr funktioniert. Und dann, ich habe es nicht geschafft, zur Westküste zu fliegen. Aber das ist in Ordnung, weil ich glaube, in Zukunft werde ich nochmal einen Roadtrip mit meiner Familie machen, dass wir nochmal rüberfliegen für 2-3 Wochen. Und dann machen wir dort einen Roadtrip an der Westküste. Also da bin ich nicht besorgt. Das wird, glaube ich, definitiv stattfinden. Hatte deine Gastfamilie eine Waffe? Nein. Hast du ein Lieblingsgericht in den USA, was du vorher noch nicht so auf dem Zettel hattest? Wie gesagt, ich habe mich sehr schwer getan dort mit dem Essen.
Ich glaube, das Einzige, was die in Kentucky auch gerade so feiern, ist Fried Chicken. Also halt einfach frittiertes Hühnchen. Das haben wir mal eins öfter dann gegessen, wo ich dachte, ja, wusste ich nicht, dass es hier so berühmt ist in Kentucky, aber kann man essen. Ja. Waren deine Kinder eher smart oder eher anstrengend, beziehungsweise brauchten sie viel Zuwendung von dir? Die beiden haben, beziehungsweise ich habe mich öfter um das Baby gekümmert und dann haben meine anderen beiden zusammengespielt, also die konnte ich dann auch mal alleine, was weiß ich, in ihren Zimmern spielen lassen. Also die haben sich schon gut beschäftigt. Und dann mein Fünfjähriger war super smart. Also er hat so, so viele Fragen gestellt und ist sehr, sehr neugierig. Und du dann mit deinem begrenzten Englisch sollst ihm dann irgendeine Antwort geben. Ja, also ich meine, ja, es war challenging, aber fun. Ich kann mich noch erinnern, wir haben manchmal über Gott oder Religion geredet, einfach weil die sind christlich und die glauben an Gott und Jesus ist ja im Himmel. Und dann habe ich gesagt, ja, in Deutschland ist das nicht so, ich glaube jetzt nicht unbedingt an Gott oder so. Und dann hat er mich darüber ausgefragt und dann sollte ich halt antworten, warum ich denn nicht an Gott glaube oder warum wir Deutschen nicht so religiös sind wie die Amerikaner. Also er war sehr schlau und hat es auch alles begriffen oder hat es alles verstanden, was ich ihm da erzählt habe. Hast du dich gut mit deiner Gastmama verstanden? Definitiv. Meine Hostmom war die beste, die freundlichste, die sympathischste. Sie hat mich immer unterstützt und hatte immer ein gutes Wort. Also ein ganz, ganz toller Mensch. Und da gab es auch nie irgendwelche... oh mein Gott, wie sagt man? Nicht Missverständnisse. Ich weiß es nicht. Naja, jedenfalls, ja. Wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Hast du mal einen Promi gesehen? Nein, leider nicht. Wie haben die Nachbarn und Menschen, die du da so getroffen hast, auf dich als Deutsche reagiert? Ah, ja. Eine kleine Story dazu. Bevor ich Deutschland verlassen habe, habe ich nie verstanden, warum Leute Deutschland so feiern. Weil, was gibt's hier schon? Ich meine, ich habe es zu dem Zeitpunkt nicht verstanden. Und dann bin ich nach Amerika gegangen und bei jeder Gelegenheit, wo dann erwähnt wurde, hey, das ist Enya, sie ist Deutsche, waren die immer super interessiert und ich hatte das Gefühl, jeder Amerikaner hat irgendeine Beziehung zu Deutschland, sei es über Großeltern, Eltern, die von Deutschland gekommen sind und sich dort in Amerika niedergelassen haben. Oder gefühlt waren auch schon richtig viele zu Besuch und haben einfach über das Land geschwärmt, aus dem ich komme. Und so nach den Monaten, wenn irgendjemand dann gesagt hat, und du bist aus Deutschland, und dann meinte ich halt so, ja. Und dann habe ich halt so gelernt, stolz auf mein Land zu sein, weil ich Deutsche bin und weil andere das halt so gefeiert haben. Und dann habe ich das auch gefeiert, dass ich aus Deutschland komme. Ja. Also die waren alle immer super interessiert und haben gefragt, wie ich denn jetzt nach Amerika komme, was der Grund ist und so. Und dann ein, zwei Leute ich hatte auch ein richtig, richtig gutes Gespräch mit ein, zwei Leuten, wir haben uns ein bisschen über Geschichte unterhalten, natürlich, über die Nazi-Zeit. Und die Frage, die ganz interessant für mich war, da hat mich jemand gefragt, wie wir als junge Generation damit umgehen, mit dem, was früher passiert ist in Deutschland, wie uns das wiederkehrt, wie, ja, keine Ahnung, also wie wir damit umgehen. Und das war aber in keinster Weise
angriffslustig gemeint. Oh mein Gott, es tut mir so leid, mein Deutsch ist so schlimm, ja. Aber wir hatten ein richtig gutes Gespräch und das war wirklich sehr interessant, sich darüber zu unterhalten. Ja. Würdest du wieder nach Amerika gehen oder in ein anderes Land? Ich würde wieder als erstes nach Amerika gehen, weil ich habe das Gefühl, Amerika ist das Paradebeispiel für das Au-pair-Sein. Es gibt so viele Gastfamilien dort und wie gesagt, ich bereue meine Entscheidung nicht. Und mir war auch wichtig, dass ich fließend Englisch lerne, bevor ich in ein anderes Land gehe, wie Schweden zum Beispiel, wo auch viele wissen, dass mich Skandinavien auch reizt. Aber ich wollte erst quasi meine Zweitsprache Englisch so gut lernen, fließend, dass ich mich damit verständigen kann, bevor ich in irgendein anderes Land gehe. Ja, und jetzt passend dazu, wie kommt es, dass du jetzt nochmal als Au-pair nach England gehst? Also ich hätte auch in Amerika verlängern können. Und bevor ich Deutschland verlassen habe, meinte ich auch immer, gut, vielleicht bleibe ich auch 2 Jahre dort. Schlussendlich hatte ich das Gefühl am Ende meines Jahres, dass ich quasi genug habe von der amerikanischen Kultur. Also mir wurde das ein bisschen viel. Und dann, natürlich hat man auch seine Familie und Freunde vermisst. Deswegen dachte ich, okay, ich gehe zurück nach Europa. Aber ich kann mir zu dem jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht vorstellen. Aber ich kann mir zu dem jetzigen Zeitpunkt auch nicht vorstellen, in Deutschland zu bleiben und mich hier niederzulassen und als Erzieherin zu arbeiten. Deswegen habe ich jetzt eine britische Gastfamilie und werde noch mal ein Jahr nach England gehen. So kann ich trotzdem noch Au-pair sein und reisen und eine neue Kultur kennenlernen. Aber ich fliege auch nur 1,5 Stunden von London nach Hamburg und bin dann zu Hause und kann vielleicht für ein verlängertes Wochenende mal meine Familie sehen oder mich mit Freunden treffen oder nach Hause kommen, wenn irgendwas ist, für Weihnachten zum Beispiel. Also das ist auch so geplant, dass ich während meines England-Aufenthalts nach Hause komme für 1, 2, 3 Male. Puh. Ja, wie kam es dazu, dass du jetzt nochmal ein Au-pair machen möchtest, aber in England? Habe ich gerade beantwortet. Bereust du irgendwas aus deinem Au-pair-Jahr? Nein, definitiv nicht. Wann feiern wir wieder Karneval? Oh mein Gott, dazu auch eine Story. Noch ein anderer Punkt, warum ich zurückgekommen bin, war eigentlich, damit ich dann Karneval und Erntefest hier in Deutschland wieder feiern kann dieses Jahr. Und jetzt ist dieses Coronavirus gekommen und alles ist abgesagt. Und deswegen bin ich nach Hause gekommen. Ja. Also ich hoffe, dass das Karneval, oh mein Gott, es tut mir so leid. Also ich hoffe, Karneval im Februar wird nicht abgesagt. Oh mein Gott, ich möchte unbedingt wieder Karneval feiern. Und alle Leute wiedersehen, die man da jedes Jahr trifft. Grüße gehen raus. Das waren eure Fragen und meine Antworten. Das war's mit dem Video. Ich habe jetzt noch einen Tag in Quarantäne und dann sind meine 14 Tage um und dann darf ich wieder raus. Und das heißt, das nächste Video wird irgendwas von wegen, yay, ich bin endlich wieder in Deutschland, offiziell, draußen. Also freu dich darauf. Okay, bye. Okay, so now I will just talk a little bit in English because I know that my host family or my neighbor or friends I made in the States are also watching my videos, even if they can't even understand me. But that's really sweet of you, so I just wanted to send my love and thank you for your support. And I have one question from a friend I made in the States. She is from Brazil and we just met for 2 hours at a party. And I don't know, we just had the best talk and she asked what is your experience as a German in the States? So
so. I already answered this in German, but I want to tell you that my au pair year was the best experience for me to get to know your culture and to get to know the people who are living in the States. And everyone was so kind and so sweet, and yeah, I'm just thinking of my host parents and my neighbor. So thank you so much for just making the year so special for me. And I will definitely come back, or you will come to visit me. Yeah, so my experience as a German in the States was, it was not good, it was like the best. I don't know, everyone is so nice and so interested in you as a person and your experience in the States. So yeah, I think I just wanted to thank all Americans I met during my year for, yeah, making my time so special. I'm very grateful. And yeah, that's it. Okay, lots of love. Bye.